Die 850er-Serie ist bis auf die Leistung identisch. Nee, das stimmt überhaupt nicht, Black Hawk. Die sind technisch anders aufgebaut. Das eine ist 3D-V-NAND und das andere ist 3D-NV-NAND oder sowas. Das ist wirklich ein Unterschied. Kannst du auf Tech-Channel oder sowas, kannst du das nachlesen. Da gibt es auch ganze Erklärungen zu, die sind nicht identisch. Das stimmte nicht. Ja, das war jetzt mal wieder eine richtige flauschige Och Runde. Ich mach komm! mal einmal Ey, durch. dieser blödes Objekt. Das kann alles nicht euer Ernst sein. Stürzen Sie dich alle wieder? Nee, er fällt mir direkt in den Schuss. So. Mal gucken, ob ich den C62A noch kriege. Dann wäre das ein Brazzers in Amps. Kannst du schießen? Kannst du schießen? Kannst du Ja. schießen? Kannst du schießen? Ja, 13 Struktur, Mann. Das ist doch. Warum lasse ich den denn alle so wenig stehen? So wenig hat die gar nicht. 490 und ich mache nur Low Rolls. Die SSDs von Crucial sind auch nicht schlecht. Und preislich sogar aktuell besser. First Class. Ach ja, endlich mal wieder eine ordentliche Runde. Wie der Rio die ganze Zeit nur meckern ist, aber mal fast 5000 Schaden mit nach Hause nimmt. Ja, naja, aber ich hätte ganz gerne noch Großartig. den Kill gehabt. Weil, ne? Guck mal, du hast 2 Kills mehr, hast aber mehr Dings nicht. Gut, du hast auch 1400 Schaden mehr abgewehrt. Mehr abgewehrt. Okay, du wolltest jetzt T62 fahren? So, pass auf. Ich poste es dir gerne da. Grundsätzliche Unterschiede. Der Preisunterschied ist vor allem im verwendeten Speichertyp begründet und der damit verbundenen Mindestlebensdauer. Beim NAND-Flash-Speicher, der Heimanwender-SSD, unterscheidet man zwischen MLC, Multi-Level Cell und TLC, Triple-Level Cell und deren Stapelung in mehreren Lagen in Form von 3D-V-NAND. Und genau das ist der Punkt. Die Pro ist langlebiger konzipiert und für mehr Belastung ausgelegt, für mehr Speichervorgänge und so weiter und Lesevorgänge. T62A wurde sich gewünscht. Ich würde zwar lieber das Objekt nehmen, aber ich muss jetzt aufpassen, dass ich immer den richtigen nehme, weil wenn du diese blöden Mietpanzer in der Garage hast. So. Hier übrigens auch nochmal nachzulesen. Und kannst du dir auch auf Samsung auf der Seite durchlesen und so weiter. Vielleicht auch, wenn du ihm den Link gibst. Habe ich gerade. Ach, die Bella Sarah ist da. Hallihallöchen. Das siehst du auch bei den grundsätzlichen Unterschieden und so weiter. Warte, warte mal, habe ich mich jetzt verlesen? So, liebe Leute, ganz wichtig für alle, die jetzt nachfolgen, heute wieder mit dem Rio Cut und Mu. Der Mu feiert 30.000 Abonnenten auf YouTube, aber heute noch erstmal inoffiziell, ja, der offizielle Feiertag ist dann Freitag mit euch im Stream. Da wird dann nämlich auch die Tipps verlost und noch ganz viel anderes Zeug. Mal sehen, was wir über die Woche hin noch so zusammensammeln können. Also Freitagabend ab 20 Uhr rot im Kalender anstreichen, lohnt sich. So. Moin Leander, grüß dich. Alles gut bei dir? Ja, ich wünsche euch auch einen schönen ersten Advent. Ich hoffe, er war zumindest schön. Ich sag's mal so rum. Rio aus den T95? Nee, habe ich noch nicht. Der Rudi wurde sich gewünscht. Ich weiß, aber ich kann nicht alle Panzer auf einmal fahren. Ich muss die irgendwie auch abarbeiten oder abfahren an sich. Und bei Mu gibt es dann auch noch Wünsche. Also alles geht nicht auf einmal leider. Ich ignoriere Wünsche heute. Ich habe gesagt, ich fahre heute das, was sie sich bei dir wünschen. Okay. Rio, hast du den T95? Oh, ich fahre gerade falsch, merke ich gerade übrigens. Den T95 habe ich noch nicht, nein. Bin noch beim T28 leider. Kommt nicht. Ob es sich lohnt, den MT25 als Scout zu kaufen oder ob du was anderes gehen sollst. Der MT25 ist schon witzig. Kommt drauf an, was dein Ziel ist. Also ja, er lohnt sich schon, er macht Spaß, aber MT25 kannst du sogar was rammen und ja. töten. Der ist nämlich sau schwer, aber es ist richtig schnell. Nur keine deutschen Scouts. Ah, komm, klar. Den habe ich nicht gesehen. Komm, ey. Das zieht mir sofort die Ketten, ne?
Ich würde ganz gerne an den Stein daran fahren. Au, verdammte Badshot. Das gibt's doch nicht. Naja, das wird hier nichts, weil Badshot. Ich komme mal mit zu dir. Huch, Stein. Was? Eher ein 100? Wo kommst du denn her? Den habe ich nicht gesehen. Oh Mist. Was repariert die Kette? Oh. Hallo. Na endlich. Hm. Ja, das lief ja jetzt gut, In den EN100 reingefahren. Den habe ich echt nicht kommen sehen. Kurzer 96, danke für den Follow. Das war dumm. Jetzt bist du der Nächste, ne? Kommt ein EN100 von hinten. Ja, ich weiß. Ist noch nicht so richtig, was ich dann tun soll. Nein, T49 habe ich nicht, will ich auch nicht. Scheißdreck. Ja, ist ja schön. Was willst du denn da machen? Kopf hat er gemacht. Ja, so ein Schwachsinn, ey. Guck mal, wie viele da schon wieder stehen, ja? Und hier ist niemand. Santa Claus, danke für den Follow. Herzlich willkommen. Moin, moin. Was ist eigentlich das Besondere am Hund im Rudi? Der bellt. Aber nur, wenn du einen sechsten Sinn hast. Nachti, Bella. Ja, ihr seht, ich fahre nicht gerne Medium, schon gar nicht auf so einen Karten. Ach, heute sowieso nicht. Heute ist nicht mein Tag. Sonntag bin ich irgendwie zu doof. Ich werde heute nur noch Heavy spielen, das kann ich euch sagen. Oh, Rudi wurde gewünscht. Rudi, Tier 6. Tier 6 gibt es garantiert auch noch irgendeinen Heavy, den ich hier habe. Cover 2 hat. Nee, da habe ich keine Lust drauf. Dann nehmen wir den hier. Der Quarkstudel. Der Quarkstudel hat einmal in das Saxophon gepustet und hat Traube dagelassen mit der Nachricht immer weitermachen. Ja, bis man schlafen gehen muss. Aber vielen lieben Dank. Freue ich mich sehr drüber. Was ist dein Lieblingspanzer? Was ist dein Lieblingspanzer? Was ist dein Lieblingspanzer? Schreib das doch noch dreimal. Dafür gibt es jetzt erstmal ein Timeout. Den mache ich sogar jetzt extra händisch für dich und antworte dann nicht drauf. Tut mir leid, aber sowas ist echt assi, weil du bist nicht alleine im Chat. Da gibt es noch genügend andere Leute, die auch Sachen schreiben und mir Fragen stellen wollen. Vor allem, weil ich das schon vorhin beantwortet habe, als du das erste Mal gefragt hast. Spiel mal War Thunder. Komme von einem LP von dir und das ist voll enttäuschend, weil man denkt, du spielst jetzt War Thunder. Nein, War Thunder ist kacke. Beziehungsweise der Hersteller ist kacke, deswegen mache ich das nicht mehr. Wenn die irgendwelchen YouTubern oder Streamern drohen, dann ist das alles nicht so besonders cool. So, du bist weg, Bofors. Das wäre schade. Aber dich habe ich gerade erst zum ersten Mal gelesen. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend noch. Tschüss. Achso, du hast zu Pizza Wagner Tschüss gesagt. Mach's gut, Pizza Wagner. Oh. Ich wünsche dir was. Tschüss, Pizza Wagner. So, wo fahren wir denn mal hin? Ich bleib erstmal hier in der Mitte und gehe dann in den Zug und dann schieße mal nach rechts und dann mal nach links und dann mal gucken. Gute Idee. Kommt hier auch mal was? Anscheinend nicht. Gut, fahren wir vor. Hier kommt nichts. Wieso haben die dir gedroht? Die drohen mehreren, nicht mir, also, aber sie drohen an sich YouTuber oder striken sie, wenn sie Kritik über das Spiel äußern. Die sind nicht kritikfähig, also die... Außerdem ist es ein Pay-to-Win-Spiel, davon mal ganz abgesehen. Man kann sich da Panzer kaufen, Premium-Panzer kaufen, die viel besser sind als die Panzer, die man sich sonst erspielen kann. Das war Schaden verursacht. Mist. Mist, 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 Mist. Danke für den Follow. Wer war das? Dani Sahne. Dani Sahne von Danone. Davon krieg ich nie genug. Ja, danke. Oh, hätte ich jetzt Bock drauf. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Schokopudding, aber ich glaube, der ist von Landliebe. Ich habe auch noch Schokopudding, aber auch von so einer Billigfirma. Landliebe ist keine Billigfirma, aber ich glaube, der hat letzte Woche da. Ist ja egal, gibt ja auch so günstige mit der Sahne obendrauf, die sind halt auch lecker. Ja, genau. So einer ist das.
Oh, das gibt's doch nicht. Ah. Ich treffe den heute nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Mu. Heute ist nicht mein Tag. Zweimal daneben gehämmert, auf kürzeste Entfernung. Unglaublich. Dafür gibt's jetzt eine Artikatze. So. Könntest du mal den German Jumbo spielen? Den habe ich leider nicht in der Garage aktuell. Ne, manchmal läuft's, ne? Ihr seht's. Kennst du das? Du stehst vor einem Gegner und der kann gar nicht daneben schießen. Du hast so ein riesen Zielkreuz. Ja. Und das umringt ihn komplett und trotzdem bing, bing. Ja, das kenne ich. Und dann kommen sie mit ihren HI-Shells. Ding und Broch und Krach und dann bist du halt schon komplett hinüber. Los, so da KV85, das ist er. Den hast du verfehlt. Auch du auch. Oh, er zielt auf mich. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, den Einschuss kannst du hier fangen, wenn du 220 Schaden und er ist auch im. Der ist fast tot. Außerdem, ja, er guckt schon woanders hin. Ja, du hast mich gerecht, sehr schön. Ja, Rio ist verlassen, sehr gut. Ach Gottchen. Oh, jetzt kommt hier aber alles. Ja. Das ist allerdings wirklich ein Problem. Danke für den Follow, Agazi. Agaxi. Hui. Wird ja nochmal intensiv hier. Boom! So, ich glaube, das war ein bisschen Werbung für den Rudi. Aber ich habe meinen Krieger leider nicht bekommen. Mhm. No. Schade. Na, und hoffe, dir geht's soweit gut. Ja, mir geht's soweit gut. Danke, alles super. Feier, ich guck mir die Screens nachher an. Und wenn ich sie irgendwo finde, dann packe ich sie direkt auf Facebook. So. Ja, das lief aber für mich überhaupt nicht gut. Ich habe exakt einen Treffer anbringen können. Oh, heute ist echt nicht mein Tag. Schöner Panzer. So, der Ehrmann Schokopudding ist lecker. Ja, der ist auch lecker. Niemand hier hat die Tschechen ausprobiert. Doch, ich. Also nicht den Tschechen, die tschechischen Medium-Reihe, aber den Skoda T40, der ist schon toll. Also, lass mal einen richtigen Panzer fahren hier. Nicht böse gemeint, aber ich hätte von deiner Stimme gedacht, von den LPs, dass du anders aussiehst. Bin das erste Mal beim Stream. Das ist überhaupt kein Problem. Da geht's vielen so. Ich glaube, ich habe so eine klassische Sprecherstimme, aber nicht das Gesicht dazu. Also zumindest es nachdem... Es gibt kein klassisches Sprecherstimmengesicht. Das ist alles Einbildung. Nachdem, was ich alles höre. Naja, man schätzt mich meistens ein bisschen älter, weil meine Stimme ja doch ein bisschen tiefer ist, aber... Mhm. Beziehungsweise, dass ich älter aussehe. Aber ich bin ja auch schon 26. Aber das wirkt nur so, ja? Wenn ihr den lieben Ryokat mal im Real Life sehen würdet, der ist wirklich fast 2 Meter groß. Also, das passt schon. Ja, das stimmt. So, ich spiele mal den Pershing. Wobei, nee, warte. Ich habe eine bessere Idee. Ich glaube, ich spiele mal den Centuritron. So, hey Rio, wie findest du die schweren Japaner-Panzer? Ich finde sie ganz lustig, also sind schon spaßig. Kann mich nicht beklagen. Rio, probiere unbedingt die Tschechen aus. Mache ich. Werde ich mal morgen oder übermorgen machen. Tschüss. Sonores Gebrumme. Meinst du damit jetzt meine Stimme? Meine Stimme ist sonores Gebrumme. Bist du Immanuel Neuer? Nee, ich bin deine Freundin. Moment. Was macht man hier auf dieser Karte bei diesem Modus? Achso, ist ja der normale Modus. Ah, das ist schon besser. Gegen E50 und T10. Ah, das wird lustig. Gehen wir mal Hülder und versuchen wir mal unser Bestes. Auf der K-Linie. Oh, ich muss mir dringend was zu trinken holen, Anna. Ah, ich habe vergessen, mir was zu trinken darzustellen. Ah. Ryu ist Grösters. Was ist denn Grösters? Ist das eine Kaffeesorte oder?
Eine Hunderasse? Hunderasse? Danke. Schön, dass du mich mit einer Hunderasse vergleichst, Mu. Echt? Ich weiß ja nicht, was er damit meint. So, neue Follower. Olli 3693, Panzer 041, Panzer Spezi und Adrenalin 92. Hallihallöchen. Schon fast süß, oder? Schon 26. Du, die Nubia ist jünger als ich, zumindest wenn ich mich recht entsinne. Ich bin froh, dass ich noch 26 bin. Knuddel HRO, danke für den Follow. Ich freue mich über jedes meiner Lebensjahre, welche mir noch vorbehalten, ne? Klar. Ja, siehst du, ich wusste, dass Nubia 19 ist. Aber ich wollte nicht ihr Alter sagen, weil das macht man nicht. Das ist unhöflich. Ich habe da eine gute Schule genossen. Mr. Creeper, du folgst mir irgendwie jeden Stream. So langsam kriegt man das raus. Aber schon der 24. Vielleicht folgt mir hier immer jemand anders. Also Mr. Creeper 1, 2, 3, 4 und jetzt sind wir bei 24. Oh, der AMX30 geht aber weit vor. Jetzt kommen schon die ersten Sprüche. Was ist mit deiner Grafik? Ja, ich habe heute mal... Wir spielen gerade mit Filtern rum. Mit Grafikfiltern. Jedes Gefecht gibt es einen anderen. Huch. Oh, verdammter Arti. Also wenn ich mir überlege, wie World of Tanks damals aussah, ne? Als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Dann kommt erstmal an mein Alter. Ja, irgendwann wird das unausweichlich. Hoffentlich. Wenn man nicht irgendeinem Unglück widerfährt. Komm du erstmal an mein Alter. Hä? Ja, das funktioniert nicht so gut. Guten Abend. Der Antichrist hat. Ups, ja. 1 Euro gespendet. Guten Abend. Hallihallöchen, Antichrist. Guten Abend, Stuck 41. Aber das wäre auch meine Idee. Immer 1 Euro da lassen, wenn jemand Hallo sagt. Ich mag nicht mehr. Verdammte Art, ihr habt mich wieder voll erwischt. Uah. Die Crusader SP? Oder die M53? Die M53. Okay. Die schießt ja auf nichts anderes als auf mich. Die tut weh. Nutella-Bombe, hallo. Schöner Name. Jetzt kriege ich direkt Bock auf Nutella. Gib mir meine Arti-Katze, bitte. Ich hab keine Lust mehr. Lass mal Spiel wechseln. Ich hab ja keinen World of Warships aktuell. Nein. Gott, gib mir WOT gerade auf den Zeiger. Weißt du, steckst in den großen, schweren Panzer, aber es kommt eine offene Karte mit einer großen 9er Arti. Na schön, danke, Ort. Hallo, ja, Arti. Ist es bei dir? Nee. Ich hasse Arti echt jetzt. Ja. Du kannst ja mal überlegen, was du fahren willst. Ich hol mir kurz ein Käffchen. Bin gleich wieder da. Ich weiß, Arti. Ja. Fahr mal, Arti. Ich weiß, Arti. So ein Dreck, ey. Heute ist echt so. Ne? Die haben sich aber auch exakt erst auf mich eingeschossen, dann auf Rio und nicht irgendwie auf die Neuner bei uns. Nein. Nehmen die Streamer zuerst raus, es macht am meisten Spaß, Krammel. AT82 hat 5 Euro gespendet für Kittys Marzipanvorrat. Was macht ihr hier schon wieder? Vielen Dank, lieber AT. Es ist Wochenende, da kann man eh nicht spielen. Ja, manchmal hat man halt Glück, manchmal hat man Pech. Aber das ist jetzt echt übel. Aber eins mache ich jetzt mal raus. Dieser Farbfilter, der nervt mich nämlich schon die ganze Zeit. Nein, falsch. Nein, auch nicht. Wo ist er denn? Ach nee, Grafik muss ich gucken. Ja, der geht mir nämlich tierisch gerade auf den Zeiger. Sieht alles ein bisschen seltsam aus. Und jeder, der reinkommt, hä? Mu, was hast du mit deinem Rechner gemacht? Nein, Armored Warfare kommt am Dienstag mit dem Diva City zusammen. Mal gucken, ob wir da ein bisschen was verlosen können. Ich arbeite noch dran. Ansonsten kommt das dann alles Mittwoch und Freitag. Also diese Woche könnt ihr euch noch auf einiges einstellen. So, M43. Bin ich mal gespannt, wie du triffst nix, ja?
AW ist immer noch in der Closed Beta, wird auch noch eine ganze Weile so drin bleiben. Wenn man es mal gespielt hat, weiß man auch, dass es noch eine Closed Beta ist. Man merkt es an allen Ecken und Enden. Aber es wird, es wird, es wird. Wie viele Panzer ich ungefähr in World of Tanks habe, weiß ich nicht. Letzte Zählung waren 92, dann kamen ein paar dazu, also ungefähr 95 oder so. Mu, was ist deine Lieblingsartillerie? Wenn die auseinandergenommen wird und brennt irgendwo in der Ecke stehen, dann das ist meine Lieblingsartillerie. World of Warships kommt nachher, wenn der liebe Rio ins Bettchen geht, dann mache ich noch ein bisschen World of Warships, denn der liebe Rio hat heute seinen Rechner neu gemacht. Deshalb hat er kein World of Warships auf dem Konto, auf dem So. PC. Da bin ich. Sorry für die Verspätung. Oh, Open Beta. Ah ja, Armored Warfare ist Open Beta. Es ist Sonntag. Tut mir leid, bin ein bisschen verplant. So, dann schleppe ich mich mal weiter durch den Spick. Das ist ja ein hervorragendes Matchmaking dafür. Rio, hast du schon mal etwas von Kriegsveteran Rainer gehört? Das ist ein YouTube-Kanal. Musst mal sein Lied zu Hände hoch Wochenende hören. Hände hoch Wochenende? Du meinst hoch die Hände Wochenende? Habe ich noch nicht was von, noch nichts von gehört, nee. Habe ich gerade richtig gehört, dass du keinen WoWS mehr hast? Ja, da hast du richtig gehört. Aber ich lade es gerade wieder runter. Ich habe meinen Rechner neu aufsetzen müssen. Ich habe doch einen neuen Rechner hier stehen. Und, ja. Ich finde es immer ein bisschen besser, wenn man komplett alle Komponenten tauscht. Mein Windows hat noch funktioniert. Ich konnte mich noch anmelden und alles. Aber trotzdem finde ich es irgendwie vom Gefühl her besser, wenn man dann sein Windows neu aufsetzt. Weiß ich nicht. Wie würdest du das machen, Mu? Würdest du mit deinem alten Windows weiterarbeiten oder würdest du auch dein Ich Windows neu arbeite machen? noch mit meinem alten Windows weiter, aber es liegt daran, dass ich noch für Service Pack 1 auf Windows 10 warte, um umzusteigen. Nee, ich Vorher traue ich meine, mich einfach nicht. wenn du dir deinen Rechner neu zusammenbaust oder neu zusammenbaust. Habe ich ja gemacht. Ach Habe so, mein da. altes Windows behalten. Was ist das für ein Windows Wallen? Okay. Ja, das war mir zu stressig, da Windows 10 jetzt noch zu knallen. Ich warte noch. Ja, ich hätte ja schon Windows 10 drauf gehabt, aber. Nö. Nee. Ich hab den ersten Schuss vermasselt. Ach, verdammt. Ja, heute ist nicht mein Tag. Ja, toll. Ging ja gut los. Ja, weil irgendwie der T54 Lightweight anstatt da runterfährt. Echt jetzt. Man müsste einfach nur runterfahren, den wegpushen und sich dann an die Kante stellen. Was ist denn daran so schwer? Das verstehe ich immer nicht. Warum sind die Leute so retarded in diesem Spiel? Es gibt so viele Leute, die das gut zeigen, wie man es gut macht. Es gibt so viele, unfassbar viele Leute in jeglichen erdenklichen Sprachen, wo man sich Videos angucken kann, wo man sich Streams angucken kann. Man muss nur in diesem Spiel einfach mal den Button benutzen, damit man Leuten zuguckt und dann sieht man noch, wie die spielen. Dann kann man noch einfach das mal ein bisschen kopieren. Das ist doch nicht schwer. Kopieren, also man muss ja keine neuen Strategien entwickeln. Das setze ich ja nicht mal voraus, aber man kann auch zumindest mal gucken, was macht denn er jetzt und dann macht ich das doch vielleicht auch. Nee. Der weiß gar nicht, was er tun soll. Der fährt die ganze Zeit im Kreis. Jetzt steht er irgendwo, wo er nirgendwo hinschießen kann. So geht es mir Was? übrigens auch gerade. Ich kann auf nichts schießen, weil die in der Mitte niemanden haben, der die Gegner aufmacht. Schade. Er Ja, steht das in der war's für Mitte. mich. Ja. Dreht da seine Ich bin Kreise. raus. Unsere beiden TDs da oben sind halt irgendwie gerade nutzlos. Schade. Er fährt schon wieder im Kreis. Was ist denn mit dem los? Hat der ein Quarzhirn? Ist Wen meinst irgendwie du denn? umgekippt und der ist verwirrt oder sowas? Meinst du den T54 oder was? Ja, gleich schießt er am Boden und hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Echt. Da fährt er los. Er schießt im Föhren. Obwohl er die ganze Zeit steht, schießt er im Föhren. Oh, Tja. egal. Ich switch einfach rum, weil ansonsten werde ich wirklich noch Nee. zum Rio-Hulk heute. Ich kann auf nichts schießen. Nee. Ich fühle mich gerade nutzlos. Ich gehe Arti countern. Da ist sonst nichts Der da. Typ ist wie ein Autounfall, ne? Ich muss wieder hinschalten.
Das ist wie ein Autounfall. Man will nicht hingucken, weil es so schrecklich ist, aber man kann auch nicht wegsehen. Fucking asshole, motherfucker, die an on so. Cancer. Wenigstens habe ich irgendwas getroffen. Nein, schreibe ich natürlich nicht, mein Gott. Eine Arti weniger. Oh, das ist ein Waffenträger. Der hat schon mit seiner Missy selbst genug gestraft. Oh. Der ist ja komplett vom Stein weggefahren. Oh Gott, nee. Das kann man sich gar nicht angucken. Ich glaube, es hat auf mich geschossen. Ich fahre nicht an den Stein ran, um mich da in die Kuhle zu verstecken. Ich fahre einfach mal komplett rückwärts. Nee, wieso werde ich beschossen? Ich schreibe mir mal die Namen auf von den Leuten genau und beleidige sie dann nach dem Stream massiv. Oh, jetzt bin ich tot. Nee. Ja, Bot maybe, das könnte durchaus sein. Aber mit 22.000 Matches? Naja, gut. Das muss man sich mal geben, das sehe ich ja jetzt. Er ist der 22 fucking 1000 Spieler. 22.000 Spieler. Der hat ein Jahr in diesem Spiel verbracht. Der könnte sich ein Jahr... Der muss das seit Release zocken. Und da hat er keine Zeit gehabt, irgendwann mal sich jemanden anzugucken. Ah, naja. Ist Rio ein Pastafari? Was ist ein Pastafari? Ich bin Rastafari. Rio verzweifelt an den Sonntagsfahrern. Ja, das kann man manchmal. Aber ich habe ja auch nicht viel geleistet. Ich glaube, ich habe zweimal was getroffen, habe eine Arti ausgeschaltet. 910 Schaden, hey. Ja, darum geht's ja gar nicht. Der hat ja sogar noch 1400 Schaden, fühlt sich wahrscheinlich noch gut dabei. Aber allein die Tatsache, wie er da gespielt hat, das war einfach nur lächerlich. Naja, egal. Willst du noch mal Arti fahren oder soll ich mal Arti fahren? Ja, lass uns noch mal fahren. Ist also ja, ich hab hier so eine Arti. Also die Arti gefällt mir. Nehme ich dich einfach mit, passt schon. Nimm mich mit. Ist okay. Du musst aber reindrücken. Ja, ich muss mich gerade nur kurz zurechtdrücken. Ich schau mal eben. Ich könnte mir mit freier Fahrung die M12 holen. Ach so, ein Pastafari sind die Spaghetti-Monster-Knäppchen. Mhm. Ah, ja, verstehe. Anhänger des fliegenden Spaghetti-Monsters. Overlord, das ist schon mal nicht mal schlecht. Pink ja, Fluffy Unicorns, ja. Also, ja, das soll ich mir angucken. Rio, gibt es noch ein Video, wo du deinen neuen Rechner zusammenbaust? Ja, ich habe da ganz viel Material aufgenommen, aber ich hatte das Wochenende keine Zeit, das mir anzugucken. Nachdem ich drei Tage durchgehend an meinem Rechner gebaut habe, ja, muss dann auch Familie mal sein. Und, ja. Wobei am Samstag... Cool. Ja. Oh, erzähl weiter. Am Samstag habe ich halt so alles Technische gemacht, also Windows neu aufgesetzt, auch und so ein Zeug. Ich habe einen neuen Follower, Santa Claus. Hallihallöchen und ja, willkommen und schönen ersten Advent hier. Und dann gibt es noch den Krobornik und den Gordons SK. Ah, der Santa Claus war bei mir vorhin auch. Das ist doch schön. Ja, finde ich auch. Ich habe aber keinen Schornstein. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich habe einen Schornstein. Santa Claus. Ja, ich stelle dir auch noch ein Gläschen Milch hin. Ich habe die M12 und die ist aber so genau wie eine T92. Ja. Ich bin Berliner, da gibt's keine Kekse. Hoppala. Steck mich denn hin? Kannst du ja Currywurst haben? Die kann ich dir hinstellen, eine Currywurst, wenn du Bock drauf hast. Ich mach's dir auch ein bisschen schärfer. Mit dem Schlitten nicht in den ersten Wagen. Ja. Ach, Berliner Herzlichkeit. Ist das schön. Gefällt mir irgendwie nicht, was hier abläuft. Boah, ich zieh jetzt einfach mal auf den Centurion Action X. Ja, kannst du ja, aber hast du gesehen, was hier noch alles passiert? Nix. Ja. Wir sind auch irgendwie vier Artis im Spiel. Oh Mann. Ja, und niemand ist auf der rechten Seite. Ich hoffe, der Gegner kriegt das einfach mal nicht mit. Oh, ich kann auf den MS-03 nicht schießen, weil der Berg zu hoch ist. Oh. Ich kann drauf schießen. Oh. Rheinmetall. Ja, bin drauf. Oh, aber er fährt WTRHB steht hier bei mir. Alter Schwede.
Mehr Kauderwelsch ging nicht. Bis wohin fährt er denn jetzt bitte? Da ist noch ein Rheinmetall. So. Auf den kann ich aber nicht schießen. Irgendwas habe ich getroffen. Oh, der Rheinmetall sieht aber nicht gut aus. Ich glaube, wir haben ihn ein bisschen erwischt. Der ist auch sau langsam. GWE, GWE, GWE. Ach, die, 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 17 Sekunden, ne? 2 Sekunden. Ich ziehe schon ein. Der ist raus. 13,90, bleib stehen. Ah. Na, der geht zu. Aber der E50 kommt rein und der andere Rheinmetall ist jetzt auch offen. Oh, schön. Einzielen, einzielen, einzielen. Komm schon. Mu will lachen. Komm. Das kann ihm nur ein bisschen wehgetan haben. Ja, das sowieso nicht. Ich mach keine Fechten mit Berliner Akzent. Ach, ich hab meine Arti-Cappy heute vergessen. Mist, Mist. Currywurst aber nur von Konopko oder Curry 36. Jo. Naja, nee, bei mir gibt's auch einen sehr guten Currywurstladen, der heißt Hans Wurst. Die machen auch echt gute Currywurst. Also ich gehe ab und zu auch zu Curry 36. Ist bei uns ja am Bahnhof Zoo, ist ja einer. Meringdamm ist auch einer, da war ich bisher erst einmal. Und Kanopke gibt's da ja auch noch, ne? Das ist klar. Was ist denn das für eine Art, die Ansicht? Das ist der Battle Assistant Mod. Ziemlich cool übrigens. Also ich finde den ganz cool. Chariotier. Hey. Ja, den musst du machen. Ehe ich hier eingezählt habe, ist der schon wieder raus. Ich komme leider nicht ran. Oh, schade. Jetzt kann ich mal hier pflegt vergessen. Da irgendwie rankommen. Ist nicht Knorke. Ich zieh mal auf dem Centurion Action X da unten hinne. Oh, der brennt. Wenn du reinkommst. Der brannte. Dann gehe ich mal in Richtung in GW. Nee, man muss ja dazu wissen, ich bin ja in der DDR aufgewachsen. Wenn wir damals mit Akzenten angefangen hätten, ja, oder Dialekten, da gab es so ein Lineal. Warum schießt denn jetzt ein 1390 auf mich? Weiß ich nicht. Hast du irgendwie sauer gemacht? Nee, weiß nicht. Ich von, der nächste. Kam. Ja, warum ich offen war und du nicht, ist mir auch ein Rätsel. Lounge 01. Der ist leer. Lounge 01 und Robo Warrior. Danke für die Follows. Herzlich willkommen. Oh, was macht der denn da? Ich glaube, ich habe nicht wirklich was getroffen, die Runde. Ja, ich auch nicht. Naja, was soll's. War auch eine kurze Runde. Wir konnten auf nichts wirken, weil nichts offen war. Eine Currywurst mit Senf? Mm. Ah, was ist denn mit dir los, ey? Das ist wie Pizza Hawaii. Nee, geht gar nicht. Tut mir leid. Kann ich nicht. Das ist wie Pizza Hawaii mit Senf. Geschmäcker sind verschieden und man muss alle Bedürfnisse befriedigen. Es gibt aber auch Bedürfnisse, die man einfach nicht zu tolerieren hat. Und das ist Currywurst mit Senf. Ein Kumpel kam an, ne? Ich mag Eierkuchen und ich mag Fisch. Und wenn beides toll schmeckt, einzeln, dann muss beides zusammen noch viel besser schmecken. Boah. Das war das Widerlichste, was ich je gesehen habe. Ja, ich habe auch schon einiges gesehen. Also, ja, Fruchtzwerg auf Graubrot war auch mal so eine tolle Sache. Jetzt bin ich der Nächste, der tot ist. Hat er sich einen Fruchtzwerg genommen und es auf Brot geschmiert. Na gut, wenn es schmeckt. Ihr seid alle viel zu geradlinig. Nee, beim Berliner, da isst man einfach keine Currywurst mit Senf. Wenn du in Berlin eine Currywurst mit Senf bestellst, dann schmeißt du dir zuerst die Currywurst an den Kopf und dann die Senftube. Und dann sagt sie wahrscheinlich sowas wie, das wäre Körperverletzung, mach es doch selbst. Nein, Russisch musste ich nicht in der Schule lernen, weil unser Lehrer, der ist irgendwie in den Westen abgewandert, das war ganz lustig. Da hatten wir aber keinen Lehrer mehr. Dann mussten sie sich einen Englischlehrer holen. Ganze 3 Brocken konnte. Das war ganz großartig. Das heißt, in der 5. und 6. Klasse hatte ich exakt, 6 Stunden Englisch. War großartig. Top-Leistung unseres Schulwesens damals zur Wende. Ich kann gar keinen Senf
futtern. Der geht's gut, Robo-Warrior. Hast du die Aurora? Nee, leider nicht. Hätte ich gerne. Bei vielen Currywurstbuden gibt's ja nicht mehr Senf. Ja, doch, für die. Nee, für die für die Bratwurst halt, ne? Beziehungsweise für die Rostbratwurst. Wird nicht mit der Curry geschmissen, sondern direkt mit dem Bratfett. Ja, das kann auch sein. Torto, danke für den Follow. Herzlich willkommen. Nutella-Brot mit Ei schmeckt richtig geil. Oh. Ah, doch, ich hab was getroffen. 1459 Schaden, aber war nicht toll. Ich hab den GWE gesplasht für 178 und einen E50 für 299. Toll. Ja, schöner Sieg des Tages. So macht man das. So, eine Runde würde ich noch machen. Würde ich eventuell nochmal den Uni fahren. Der wird sich gewünscht. Tier 6. Tier 7 ist das. Fahren wir Tier 7. Nehme ich den Jagdpanther. Bei dem Artiglück. Bei dem Artiglück, was wir momentan haben. Ach, ich habe ja wieder die HE-Knöpfe drauf. Ah. I forgot. Oh, jetzt wird's aber eklig. Erdbeerkuchen mit Mayonnaise. Ach, Leute. Nee. Erdbeerkuchen mit Mayonnaise? Ja, nee. Oh, Gott, ey. Oh, Heringe mit Erdbeermarmelade? Grüß mal den Beaker-Clan im Gegnerteam. Die kennen mich ja gar nicht. Wenn ich die jetzt grüße, dann wissen die ja gar nicht, warum. Mu, hast du die neue Serie Deutschland 83 gesehen? Ja, habe ich tatsächlich gesehen. Fand ich sogar ziemlich gut. Ja, klar. Spaghetti mit Paniermehl. Was kommt denn jetzt noch? Das denkt ihr euch doch jetzt aus. Aber ich kenne hier Milchnudeln. Kennt ihr die? Spaghetti mit Milch? Ja. Oder beziehungsweise Nudeln mit Milch? Oh, ich kannte die eine ganze Zeit lang nicht. Fand die auch abartig, bis mir meine Frau die mal gezeigt hat. Waren echt neu für mich. Der tat weh. Nein, Leute, hört jetzt auf mit dem ganzen Quatsch, das ist doch eklig. Nein, ich lese da jetzt auch nichts mehr vor. Autsch. Ja, ne? Du hast dich irgendwie da mit den ganzen Achtern angelegt. Ich weiß nicht, warum der 50-100 da jetzt steht. Ach, komm schon. Wieso kann der denn da vorfahren? Ich verstehe es nicht. Was ist denn das schon wieder? Guck mal, wo der steht, ey. Als Outloader kann der da stehen. Ey, das ist nicht dein Ernst. Ey, was macht der UI denn? Ich stelle gar keine Fragen. Das ist nicht dein Tag, ne? Ne, ich verstehe nicht, warum die Leute. Ich versuche es ja wirklich nachzuvollziehen, aber das ist wirklich so abgrundtief dumm, dass ich es nicht mehr kann. Der Frotz 1 hat gerade 1 Euro gespendet für die Spucktüte. Vielen lieben Dank, ich hab's gerade nötig. Großartig, danke. Herrlich. Da ist der MX-5000 tot, ja. Das war natürlich großartig, dass er da hingefahren ist, ey. Oh, das hätte so eine schöne Runde werden können. Der UI zeigt seine schicke Tarnung. Ja, ich finde die von den Japanern wirklich ganz schick.
Das war mir gerade eben eindeutig zu knapp, lieber Arti. Da freut sich die Brieftasche. Oh Gott, armer Ui. Oh Mist, nein Ui, jetzt fährst du mir direkt in den Weg, du Nulpe. Okay, jetzt bin ich hier gegen den Tiger 2 alleine. Unschön. Gegen den Tiger 2 und den verdammten Woni, der hier HE rumballert. Aber der Tiger 2 guckt gerade nicht zu mir. Ach, ich muss aber auf den Woni schießen, weil der näher dran ist. Und schießt daneben. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein, Tiger 2, geh weg. Au. Wo ist unser Team hin? Unser Tot. Team ist futsch. Oh. Meh. Ne, Sonntag und so. Jetzt habe ich ein Problem. Ja, genau, weil der Tiger sind. Ah, der ist größer als dieses doofe Wrack. Nee, Schubidu, danke für den Follow. Ich mache jetzt Warships. Bitte? Ich mache jetzt World of Warships. Ich habe keine Lust mehr auf BFT. Tödüm. Tödüm. Naja, Mittwoch läuft's besser. Bei dir morgen. Bei mir morgen, ja. Tödüm. Ja, das war der Japaner. Etwas unrühmlich, leider. Gut. Du machst jetzt Warships, hast du gesagt. Ja. Dann verabschiede ich mich schon mal von dir. Ich bedanke mich fürs Mitfahren bei dir und du bei mir und wie auch immer und immer wünsche gerne. Deinen Zuschauern noch viel Tschüss. Spaß. Und bis dann. Tschüss. Schlaf schön. Du auch. Dann irgendwann. Disconnected. So ihr Lieben, ich mache noch eine kurze Ehrenrunde. Also ich will den Oni gerne noch doppeln. Den will ich zumindest noch versuchen einmal zu doppeln. Also bei mir gibt es noch kurz einen Moment. Mal was anderes. Wie findest du es, dass die BW nun auch nach Syrien geht und da mitkämpfen soll. Die Bundeswehr. Eigentlich nehme ich immer Abstand von politischen Themen im Chat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite finde ich's okay, auf der anderen Seite finde ich's... Also es ist schwer zu erklären, es ist schwer zu beantworten, ehrlich gesagt. Und ich will nicht so wirklich da eine politische Äußerung treffen, weil da die Meinungen, glaube ich, innerhalb der Bundesrepublik, also innerhalb Deutschlands, sehr stark sich unterscheiden können. Vielleicht um meine Meinung kurz kundzutun. Ich kann es selber nur sehr schwer einschätzen, weil ich nie im Auslandseinsatz war und ich finde es immer blöd, etwas zu entscheiden oder eine Meinung über etwas abzugeben oder etwas gut zu finden oder schlecht zu finden, wenn man nicht weiß, wie sich das überhaupt anfühlt oder wie man nicht, wenn man das Ausmaß nicht erkennt. Prinzipiell finde ich, sollte man den Terror bekämpfen, auf welche Art und Weise, keine Ahnung, ob da jetzt ein Einsatz... einen Truppeneinsatz oder sowas notwendig ist, dass da bin ich, glaube ich, da habe ich nicht so den Horizont, um das zu entscheiden. Prinzipiell glaube ich aber, also ich bin immer ein Feind von jeglichen Radikalisierungen, das heißt, ich bin der festen Überzeugung, dass es weder richtig ist zu sagen, ja, wir müssen alle ganz lieb sein und müssen stillhalten und dürfen nichts sagen, weil das schürt dann noch mehr Terror. Da gibt es ja unfassbar viele, die sagen, ja, man bringt ja alles nichts, weil dann kommen nur noch mehr Terroristen. Und ich bin Feind davon zu sagen, schmeiß eine Atombombe drauf. So, also ich glaube, dass das Richtige, wie in fast allen Dingen, immer ein Zwischenweg ist oder ein Mittelweg. Also ich fand es auch nicht so besonders clever, dass dann Frankreich auf einmal angefangen hat oder die USA angefangen hat, da ständig irgendwelche Bomben runterzuschmeißen nach den Paris-Attentaten. Ich weiß nicht, ob das so der kluge Weg ist. Ob das so intelligent ist. Aber, ja... Ich bin ja im Prinzip auch nicht derjenige, der das da zu entscheiden hat oder das auch entscheiden muss. Ich werde mich mal ein bisschen zurückhalten, zumindest. Ja, dementsprechend mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen.
Das ist so meine bescheidene Einschätzung dazu. Aua, aua. Von der Seite beschossen. Ich muss hier weiterfahren. Guck mal in den Geschenkeladen. Mach ich gleich mal. Ach, warte mal. Jetzt kann ich euch vielleicht versuchen, das zu zeigen, wenn ich an die IS-3 rankomme. Was so witzig ist mit der Kanone. Aua. Aber nicht, wenn dann Löwe kommt. Ja, wir werden hier, glaube ich, eiskalt überrannt. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie man einen schönen Tausender an der IS-3 machen kann. APCR, die schießen alle mit Gold. Auf einen 7er. Meine Fressen. Das ist alles nicht normal. So werde ich den nicht doppeln können. Hallo, kannst du winken, um mir Hallo zu sagen? Wink ich. Hust, hust. Oh, der Premium-Laden ist ja neu. What the fuck? Merkwürdig. Oh, das ist ja nett. Obi-Wan Kenobi hat mir die Aurora geschenkt als Gift im Geschenkeladen. Das zeige ich kurz mal. Ich muss nur schauen. Fensteraufnahme. Blups. Blups, da ist sie. Vielen lieben Dank. Nehme ich natürlich sehr gerne an. Die Aurora habe ich selber noch nicht. Also freue ich mich drüber. Geschenk akzeptieren geht nicht. Fehlgeschlagen. Typischer Bug. Muss ich später nochmal versuchen. Irgendwie der neue Geschenkladen ist auch noch nicht besonders ausgereift. Kann das sein? So, ich gehe hier mal raus. Mal gucken, ob die das noch gewinnen und versuche dann parallel noch einen zweiten Panzer zu doppeln. So. Den Spick würde ich ganz gerne noch spielen. Interessant, was hier deleted wird. Warum wird denn, was wird denn da deleted? What the fuck? Was ist denn da jetzt schon wieder im Chat los? Ich verstehe das nicht. Ich hier auf bis ab morgen Schule, bla bla bla. Ja, irgendwie keine Ahnung, was da gerade im Chat los war. Also, wie gesagt, das ist halt immer das Thema bei so den politischen Diskussionen. Nehmt ihr nicht. Darüber kann man leider nicht anständig reden. Das ist in unserem Land irgendwie so. Weil jeder der Meinung ist oder jeder beharrt pochend darauf, dass seine Meinung die richtige ist. Also, da gibt es total viele von. Das ist halt irgendwie so. Gibt auch unzählige Leute, die CDU voll scheiße finden. Trotzdem regiert Angela Merkel schon zur zweiten Amtsperiode. Und das heißt, ein großer Teil und der größte Teil der deutschen Bevölkerung hat die gewählt. Und das ist halt auch mal so total vermessen, dann zu sagen, ja, die Maupen sind doch kacke und bla. Weil einfach, wenn die gewählt wurden, sind die gewählt. Das ist eine Demokratie. So, es ist halt total, das finde ich, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das erlebe ich total häufig, auch in so, gerade von so jüngeren Menschen, die dann sagen, wer die wählt, die sind doch alle bekloppt, bla bla bla. Das sind
Das sind Ausmaße und das sind Einstellungen, wie sie teilweise zum Dritten Reich oder so einen Scheiß gab, ja? Also, das ist voll, voll heftig, dass eine Meinung oder eine Mehrheit so krass für dumm befunden wird, ist gefährlich, finde ich. Also, ich denke, dass man da so ein bisschen offenen Meinungsspielraum auch lassen sollte und auch die Meinung anderer akzeptieren sollte. Deswegen rede ich nicht so gerne über solche Themen, gerade nicht im Stream oder auf YouTube oder so, weil ich der Meinung bin, dass es immer, egal für welche Seite du Partei ergreifst, das ist immer ein Reizthema. Und du kannst deine Meinung nicht öffentlich, gerade bei solchen Themen, Meinung nicht öffentlich kundtun, weil du immer irgendjemanden widersprichst oder irgendjemand deiner Meinung nicht gutheißt. Und das dann vielleicht auch jemand ist, der diese Meinung unterbuttern möchte oder wie auch immer. Deshalb rede ich darüber nicht so gerne. Ich finde es gut, wenn man sich damit beschäftigt. Finde ich super. Solltet ihr alle machen. Auch gerade vielleicht an die jüngeren Zuschauer. Beschäftigt euch mit den politischen Themen. Egal ob innenpolitisch oder außenpolitisch. Bildet euch eine Meinung. Lasst euch, versucht die wirklich selber euch zu bilden. Und lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten beeinflussen, sondern einfach hinsetzen, selber über die Thematik nachdenken und dann entscheiden, ob man das für gut oder schlecht findet. Und das ist vielleicht so meine Idee zum Sonntag. Ja, wir haben jetzt Sonntag und ich weiß, es ist jetzt wirklich total viel moralisches Gequatsche. Aber ja, das bin so das pure Ich, ja. Also authentischer könnt ihr mich nicht erleben, als ich es jetzt gerade bin. Das ist meine Meinung und meine Weltanschauung, beziehungsweise Dinge, die mich dann vielleicht auch selbst beschäftigen. Klar, ich bin sonst auch immer authentisch, aber ich bin ja nie parteiisch oder sag ja nie irgendwie zu irgendwelchen politischen Themen etwas großartig. Warum nicht einfach mal auf dem STR-2 schießen? Oh, der ist schon tot. Warum nicht einfach mal auf dem Jagdtiger schießen? Hahaha, das geht nicht. Kommst du hier hin hoch? So, es könnte sogar eine ganz gute Runde werden. Daneben. Na? Autschen. Oh fuck, ich hing fest. Ziel erfasst. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Bäm, Junge. Outplayed, würde ich da mal sagen. Gucken, ob ich da noch was aufkriege. Bisschen Spotting noch betreiben. War das ein Schuss auf mich? Ich habe dummerweise keinen Sixth Sense aktuell drauf. Na. Der Jagdtiger 88, der ist nicht. Doch, der ist noch am Leben. Mal gucken, dass ich hinten an den Jagdtiger rankomme. Das wäre schon mal eine gute erste Variante. Oder ein guter erster Schritt. Guck mal, was wir da noch haben. Ach komm, fuck. Ist das ärgerlich. Ich lasse ihn halt nur 30 HP stehen. 60 HP oder so. Guckt er zu mir, der Jagdtiger?
Ja, der guckt zu mir, ne? Hat sich zu mir gedreht. Aber ich glaube, das wird ein Sieg. Das wird ein Sieg. Sogar ein ganz guter. Bin zumindest zufrieden. Der Jagdtiger guckt immer noch zu mir. Ist mir egal. King Tag, so, jetzt gucke ich nochmal kurz in den Chat. Politik ist immer ein zweischneidiges Schwert. Man kann es in den seltensten Fällen allen recht machen. Kann man nie, eigentlich. Der größte Teil sind Nichtwähler. Wonach suchst du denn? Nach der Blablabla. Riokats Politik ist. Gegen Terrorkämpfen muss sein, aber wenn man dies tut, muss man sich im Klaren sein, dass Paris dann nur der Anfang war. Ach, Paris war nicht der Anfang. Terror gibt's schon seit langem auf in so vielen Ländern. Und ich meine nur in Nahost, wenn man das mal zusammenzählt, was da alles passiert. Das kriegen wir in den Medien nicht mal alles so unbedingt mit. Das ist dann nur so ein kleines Beiwerk, wo das irgendwie geschrieben wird. Auch man nicht gegen Terrorkampf führen die ihren Krieg im Namen der Ideologie bzw. Religionen. Also von dem her war Paris nicht der Anfang, sondern eine Fortsetzung. Ja, das ist wohl wahr. Das war wieder ein kurzweiliger Abend. Besser als jedes Fernsehprogramm. Danke. Freut mich dann, wenn es dir gefallen hat, Tatortreiniger. Lieben Dank. Vielen lieben Dank. Macht es gut, ihr lieben Liebenden. Macht es gut, Glorgat. So, das war ein Sieg. Und was ist mit der Edelrain gewesen? Bitte, bitte, bitte. Oh, das war auch noch ein Sieg mit dem Uni. Auch wenn es kein guter war, aber es war noch ein Sieg. Perfekt. Dann habe ich den wenigstens gedoppelt. Dann habe ich die beiden Panzer noch gedoppelt, die ich doppeln wollte. Das ist super. Nochmal eine abschließende, ganz gute Runde hingelegt. Damit meine WN zumindest ein bisschen glatt gebügelt. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Hat mich gefreut, dass ihr wieder so zahlreich hier da wart. Und an der Stelle sei mir nochmal ein ganz herzliches Dank an alle Donator und Spender gerichtet. Und zwar an die Nubia, die heute 1 Euro dagelassen hat. Der Herbert hat 1 Euro dagelassen. Der MP1990 mit 5 Euro. Pizzawagen haben 5 Euro, MP1990, nevermind, ja doch, MP1990 habe ich schon, Rio Bro mit 3 Euro, Corona mit 5 Euro und Quarkstrudel mit 3 Euro. Vielen lieben Dank euch und vielleicht ganz kurz nochmal an die Tatsache hier von wegen mit Quarkstrudel sein Bann, beziehungsweise Timeout, war tatsächlich eine Beleidigung, aber das war halt, glaube ich, auch aus dem Affekt innerhalb der Diskussion, dieser ganzen politischen Diskussion, also da nicht zu böse sein. Okay, wie gesagt, das war's. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Morgen gibt's bei mir wieder einen Stream, und zwar morgen solo, also ohne den lieben Mutality. Montags ist ja mal der Papa-Stream, kann man sagen. Also da werden dann auch Themen bequatscht, auf die Mu keinen Bock hat, und zwar Papa-Themen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall auf euch. Ich freue mich auch immer so auf den Abend, die Woche, einmal die Woche, wo wir dann alleine sind. Und ja, was sagst du zum Wochenende PS4-Beta? Werde ich auf jeden Fall spielen. Werde ich vielleicht sogar streamen. Also ich streame vielleicht sogar die World of Tanks PS4-Beta. So, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.